Bei einem schweren Zugunglück in der nordspanischen Region Galicien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Weit über 100 seien verletzt worden, teilte eine Sprecherin am frühen Donnerstagmorgen mit. Der aus Madrid kommende Zug war am Mittwochabend am Stadtrand von Santiago de Compostela in einer Kurve entgleist. Medienberichten zufolge fuhr der Zug mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. An Bord waren nach Angaben der staatlichen Eisenbahngesellschaft 247 Menschen. Ein Passagier berichtete im lokalen Radio, der Zug sei in einer Kurve entgleist, die Wagen hätten sich ineinander geschoben. Viele Menschen seien zu Boden gedrückt worden und hätten versucht, ins Freie zu kommen. Dann habe man bemerkt, dass der Zug auch in Brand geraten sei. Die Zentralregierung in Madrid geht von einem Unfall und nicht von einem Anschlag aus. Der Zug war auf dem Weg von Madrid nach Ferrol im Norden des Landes. Viele Reisende fuhren zum Jakobsfest nach Santiago de Compostela. Wegen des Zugunglücks wurde das Fest abgesagt. Bürgermeister Curas Fernandez war noch in der Nacht vor die Kameras getreten. Wie Sie sich sicher vorstellen können, werden alle lokalen Veranstaltungen des Jakobsfestes abgesagt. Zwei Gebäude werden für die Angehörigen zur Verfügung gestellt. Und unter Umständen müssen wir auch einen Ort für die Körper der Opfer einrichten. Auch Spaniens Ministerpräsident Rajoy wurde am Donnerstagmorgen am Unglücksort erwartet. Er stammt selbst aus der Stadt. Die Zeitung El País berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, der Zug sei in einer engen Kurve mehr als doppelt so schnell gefahren wie erlaubt. Die Bahngesellschaft und der Schienenbetreiber erklärten, die Unglücksursache werde untersucht.